In diesem Video möchte ich Ihnen erklären, was ein Zeiger ist. Beim Programmieren sind Variablen und Zeiger überhaupt nicht mehr wegzudenken und sie sind in fast allen Programmiersprachen sehr, sehr wichtig. Was ist also ein Zeiger? Als erstes müssen wir uns anschauen, wie überhaupt der Speicher organisiert ist in einem kleinen oder großen Rechner, da gibt es keine Unterschiede, und wo unsere Variablen eigentlich in diesem Speicher sind. Hier habe ich so einen virtuellen Speicher dargestellt. Der ist sehr, sehr klein, aber das hat mit unserer Diskussion im Moment überhaupt nichts zu tun. Der hat nur 12 Bytes und Sie sehen auch schon, dass jeder von diesen Bytes ist gefüllt bereits mit irgendwelchen Nullen und Einsen. Das sind irgendwelche Werte da drin. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwann mal entscheiden würde, dass ich eine Variable brauche, sagen wir mal eine int a und ich initialisiere sie auch mal gleich mit einer Null, dass ich auf diese Art und Weise dem Compiler eigentlich sage, ich brauche im Speicher Platz für eine Variable. Nehmen wir jetzt einfachheitsweise an, dass wir alle Variablen im Moment je ein Byte zuweisen, damit einfach die Diskussion ein bisschen leichter ist. Das heißt, der Compiler guckt sich diesen Speicher an. Er weiß auch ganz genau, wo was gespeichert ist. Er hat so eine Art Tabelle mit allen Variablen, die er davor schon zugewiesen hat und die er schon freigegeben hat. Und jetzt sagen wir ihm irgendwann, ich brauche eine neue Variable. In diesem virtuellen Speicher können wir jetzt erstmal annehmen, dass da alles frei ist. Die Nullen und Einsen, die hier bereits gespeichert sind, sind nicht gemeint, dass es richtige Zahlen sind, dass es richtige Variablen sind, sondern sind einfach irgendwelche Rückstände von irgendwelchen alten Berechnungen. Das heißt, der Compiler guckt sich jetzt das hier alles an und sagt, okay, ich gebe dir zum Beispiel Byte 2 und das darfst du jetzt als deine Variable a bezeichnen. Genau das speichert sich jetzt auch der Compiler. Er sagt, Byte 2 ist jetzt ein a und immer wenn du a sagst, weiß ich, dass im Speicher korrespondiert das eigentlich dem zweiten Byte, also Byte 2 oder dem dritten Byte. Und da kannst du jetzt alle deine Berechnungen mit a anstellen. Wenn ich später also irgendwie a gleich 3 machen würde, dann würde der Compiler hier genau hier, das Programm, würde genau an dieser Stelle auch die 3 reinspeichern. Heute interessieren wir uns aber nicht für die Variablen selbst, sondern für die Zeiger. Was ist also ein Zeiger? Sie sehen ja auch hier, ich habe es ja auch bereits benutzt als Name, hier diesen Byte 2. Das ist eine sogenannte Adresse und das gibt dem Compiler oder auch mir die Information, wo diese Variable im Speicher eigentlich gespeichert ist. Das ist sehr, sehr wichtig und damit kann man einige interessante Sachen beim Programmieren anstellen. Im Allgemeinen gilt es aber, ich werde unabhängig von dem Variablennamen. Das heißt, wenn ich irgendetwas jetzt berechnen möchte, sagen wir mal 10 plus 10 ist 100, und das Ergebnis schreibe ich irgendwo in den Speicher und ich schreibe, sagen wir mal, in die Variable a. Später kann ich natürlich immer Variable a aufrufen und da wird die 100 da sein. Ich kann mir aber auch einfach merken, an welcher Adresse ich die 100 gespeichert habe. Und da ist es mittlerweile dann egal, ob ich es a, b, c oder d nenne. Das ist sehr praktisch bei größeren Programmen, die miteinander auf den gleichen Speicher zugreifen und mehrere Berechnungen anstellen müssen. Das heißt, Zeiger sind durchaus etwas fortgeschritteneres Thema beim Programmieren. Bei manchen Sprachen sind sie extrem wichtig, zum Beispiel bei C, C++. Andere Programmiersprachen verstecken ein bisschen die Idee von einem Zeiger von dem Programmierer selbst, weil es eben auch teilweise etwas verwirrend ist und nutzen aber trotzdem die Zeiger. Und wenn man wirklich verstehen möchte, was im Hintergrund passiert, dann muss man die Zeiger auch tatsächlich verstehen. Und im nächsten Video zeige ich Ihnen, wie man es in C wirklich programmiert und macht.